Socken zu Weihnachten? Zwei Stuttgarter wollen Frauen dabei helfen, passendere Weihnachtsgeschenke für Männer zu finden. Wie diese Mitbringsel wohl bei unseren Kollegen ankommen? Jobben für den guten Zweck. Statt in die Schule zu gehen, haben Eileen und Lucy für die Aktion Mitmachen Ehrensache geschuftet. Wir haben die beiden bei der Arbeit begleitet. Und brisantes Derby. Die Stuttgarter Kickers treffen zum Jahresabschluss auf den SSV Reutlingen. Ja, und damit guten Abend und herzlich willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Es ist der 6. Dezember und damit einer der Höhepunkte in der Adventszeit. Ja, letzte Nacht hat der Nikolaus noch die Stiefel der Kinder gefüllt. Heute Morgen war er dann auch in Sindelfingen unterwegs. Dort hat er Mandarinen und Süßigkeiten an die Passanten auf dem Wochenmarkt verschenkt. Unterstützung bekam er dabei vom Oberbürgermeister Bernd Föhringer. Geschenke gab es heute zum Nikolaustag auch bei uns in der Redaktion, allerdings nur für die Männer. Vergangene Woche hat in Stuttgart-Vaihingen ein Pop-Up-Store geöffnet, in dem es angemessene Männergeschenke geben soll. Denn angeblich bekommen wir zum Fest immer nur Socken und Krawatten geschenkt. Jacqueline Fritsch hat sich das mal angeschaut und ein paar Kollegen beschenkt. Ich bin hier vor dem Laden Hauptsache nicht Mitte 30. Hier gibt es laut den Besitzern anständige Männergeschenke. Da will ich jetzt doch mal gucken, ob ich passende Nikolausgeschenke für meine Kollegen finde. Hallo, ich bin Jacqueline. Sie verkaufen jetzt hier passende Geschenke für Männer. Heißt das, dass Sie zugeben, dass es manchmal schon schwierig ist, für Männer passende Geschenke zu finden? Naja, für mich eher weniger, weil ich ja genau weiß, was ein Mann möchte, aber ich habe gehört, für Frauen sollte es wohl recht schwierig sein, ja. Könntet ihr mir helfen, passende Geschenke für meine Kollegen zu finden? Na klar. Wollen wir mal gucken? Ja, gut. Ich sehe hier hinten schon das klassische Männergeschenk Socken. Das ist eine Manufaktur von der Schwäbischen Alb, die auf alten Strickmaschinen noch arbeiten. Und das ist eben auch eine, ja, sage ich mal, schon was Besonderes, weil sowas kriegt man eigentlich nicht so häufig mehr. Das heißt, das ist alles irgendwie auch regional hier? Ja, genau. Das ist uns schon wichtig. Es hat immer einen Bezug auch zur Region. Es soll eine Geschichte haben. Es soll uns auch überzeugt haben. Ob regional oder nicht, Socken will ich heute natürlich nicht verschenken. Was gibt es denn noch? Für den Bartträger würde sich natürlich eventuell das Bartöl empfehlen. Und es passt auch, wenn der Bart nicht so lang ist? Ja, klar, auf jeden Fall. Also einfach nach dem Duschen schön einreiben. Okay, Geschenk Nummer 1 habe ich. Jemand ruhigeren, zum Beispiel der Musik mag, der könnte Flake lesen. Das ist der Keyboarder von Rammstein. Das ist nicht die große Literatur, das ist einfach nur ganz nett, wie so ein Tagebuch fast schon. Das kommt auch mit. Fehlt nur noch Nummer 3. Ein Kalender des Scheiterns. Was ist das denn? Ja, das ist von dem Nico Semsrott. Also ich kenne ihn aus der Heute-Show. Ja, er sagt selber, er ist der Demotivationstrainer. Ich glaube, ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Hoffentlich ja richtig geraten mit allem, was deine Kollegen angeht. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Dankeschön. Sehr schön, na klar. Tennis Bartöl. Das ist ein Kalender. Ja. Der scheitert. Da muss ich jetzt erstmal überlegen. Warum man mir einen Kalender mit 365 historischen Ereignissen des Scheiterns schenkt. Ich war ein bisschen verwirrt aufgrund des Titels und der Art des Covers. Hab's jetzt aber von der Beschreibung hinten gelesen, dass es irgendwie um Rammstein geht, also die Band, was ich grundsätzlich ganz cool, glaube ganz spannend finde. Und ich habe auch schon öfters drüber nachgedacht, mir ein Bartöl zuzulegen, aber es war mir eine zu teure Spielerei, aber als Geschenk natürlich eine super Idee. So, meine Kollegen sind zufrieden, dann bin ich's auch. Und da bleibt mir nur zu sagen, der Pop-Up-Store hat unseren Test bestanden. Ja, die Geschenke scheinen ja ganz gut angekommen zu sein. Jetzt muss nur ich nochmal nachfragen, warum ich keins bekommen habe. Zu unserem nächsten Thema. Normalerweise drücken Eileen und Lucy im Württemberg-Gymnasium in Untertürkheim von Montag bis Freitag die Schulbank. Gestern ging es für die beiden 14-Jährigen aber nicht in den Unterricht, sondern in die Markthalle Stuttgart. Dort haben sie zusammen mit anderen einen Tag lang gearbeitet. Für den guten Zweck und auch ein wenig für sich selbst.
Für Eileen und Lucy steht ausnahmsweise mal nicht der normale Schulalltag auf der Tagesordnung. Die beiden jobben an diesem Tag in der Gartenabteilung eines Einrichtungshauses in der Markthalle in Stuttgart. Was die 14-Jährigen an diesem Tag verdienen, das spenden sie an ein soziales Projekt. Dass das Geld nicht in die eigene Tasche geht, ist für Lucy verkraftbar. Also irgendwie ist ja schon schade, aber ich finde, es macht Spaß und ist gut für einen guten Zweck und wir haben auch keine Schule. Aber nicht nur die beiden Neuntklässlerinnen haben schulfrei. In Stuttgart beteiligen sich rund 650 weitere Schüler am Aktionstag von Mitmachen Ehrensache. Landesweit sind es über 10.000. Dabei geht es aber nicht nur um den guten Zweck. Mitmachen Ehrensache ist soziales Engagement von Jugendlichen und niedrigschwellige Berufsorientierung in einem. Also eine, sage ich mal, eine Win-Win-Situation für alle, die sich daran beteiligen. Mit wenig Aufwand Gutes tun und auch noch das Berufsleben kennenlernen. Das hat auch Lucy und Eileen überzeugt. Sie nehmen bereits zum zweiten Mal an dem Aktionstag teil. Dieses Mal steht Dekorieren und Geschenke verpacken auf dem Stundenplan. Den Beruf als Verkäuferin haben sich die beiden gezielt ausgesucht. Irgendwie hatte ich nie so eine Vorstellung, was man alles im Verkauf, sag ich jetzt mal, machen kann und so. Und ja, ich finde es auf jeden Fall cool. Cool finden das sicher auch die drei sozialen Projekte, die sich in diesem Jahr über das Gehalt von Lucy, Eileen und Co. freuen dürfen. Wie viel die Schüler insgesamt verdient haben, das steht erst im März fest. Im vergangenen Jahr waren es allein in Stuttgart über 21.000 Euro, die bei Mitmachen Ehrensache von den Jugendlichen erarbeitet wurden. Der Schauspieler und Produzent Walter Sittler hat gestern gleich doppelten Grund zur Freude gehabt. Zum Start der 24. Landesfilmschau wurde der Wahlstuttgarter für sein schauspielerisches Schaffen sowie sein kulturelles und ehrenamtliches Engagement mit dem Ehrenfilmpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Gleichzeitig feierte er an diesem Tag auch noch seinen 66. Geburtstag. Bekanntheit erlangte Walter Sittler vor allem durch seine Rollen in Serien wie Girls, Friends und Nicola in den 90ern. Leben im Bernsteinwald. Unter diesem Titel hat heute die neue Landesausstellung im Stuttgarter Naturkundemuseum eröffnet. In Bernstein eingeschlossene Tiere und Pflanzen lassen erahnen, wie das Leben in vergangenen Zeiten ausgesehen haben könnte. Außerdem zeigt die Ausstellung die kulturhistorische Bedeutung des Baumharzes. Die Bernstein-Ausstellung ist bis kommenden Juli zu sehen. Kurze Pause, dann schauen wir auf das letzte Spiel des Jahres in der Oberliga Baden-Württemberg. Und was für eines. Die Stuttgarter Kickers empfangen am Sonntag den SSV Reutlingen. Mehr zum Derby gleich hier im Journal. Herzlich willkommen zurück. Von wegen besinnliche Adventszeit. In der Oberliga steht zum Abschluss der ersten Halbserie nochmal ein richtiger Kracher auf dem Spielplan. Am Sonntag, dem zweiten Advent, kommt es zum Derby Kickers gegen Reutlingen. Der vierte empfängt den dritten. Mehr Brisanz geht nicht. Momente zum Jubeln gab es in den bisherigen 17 Spielen in der Oberliga Baden-Württemberg genügend. Nach einem Stotterstart mit nur 4 Punkten aus den ersten 4 Spielen folgten 7 Siege in Folge für die Blauen. Insgesamt hielten Ramon Castellucci und seine Vorderleute den Kasten schon 10-mal komplett sauber. Aktuell stehen die Kickers mit 33 Punkten auf Rang 4. Das ist okay, aber nicht die ganz große Dominanz, die vor der Saison erwartet wurde. Ich denke, das ist eine ordentliche Saison bisher. Es gibt Dinge, die wir verbessern wollen. Daran arbeiten wir. Ich glaube nicht, dass die Gegner gedacht haben, dass wir da souverän durchgehen, weil alle natürlich auch gerne uns ein Bein stellen wollen. Von dem her, glaube ich, gibt es jetzt bisher keine großen Überraschungen. 4 Punkte Rückstand haben die Kickers auf den Tabellenführer Freiberg. Zuletzt gab es nur 2 Unentschieden, allerdings jeweils in Unterzahl und jeweils mit Bissingen und Nöttingen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Doch die Mannschaft von Tobias Flitsch hat im Gegensatz zur Konkurrenz noch eine Chance, dreifach zu punkten. Am Sonntag um 14 Uhr kommt es zum verlegten Spitzenspiel gegen den dritten SSV Reutlingen. Ein Derby mit jeder Menge Zündstoff. Wir wollen natürlich in dem letzten Spiel versuchen, diese 3 Punkte zu holen, einfach mit einem guten Gefühl dann dieses Jahr beenden. Und es trägt natürlich dazu bei, dass die Tabellenkonstellation und auch der Gegner Reutlingen ist. Und wenn man da dann nicht richtig Lust drauf hat, dann wird es natürlich spannend, was vom Spiel man dann noch Lust findet. Ein Sieg und die Kickers würden mit breiter Brust in die Winterpause fahren, um dann zum Rückrundenstart Mitte Februar so richtig angreifen zu können.
Wenn man da nicht 100% zufrieden ist, als Stuttgarter Kickers, weil man vielleicht auch nicht ganz vorne steht, dann ist das ja auch immer ganz normal. Wir wollen uns weiterentwickeln mit der Mannschaft. Und jetzt geht es aber erstmal nur um Reutlingen. Es geht um diese 3 Punkte und um nichts anderes. Also, es ist gerichtet. Sonntag um 14 Uhr steigt das Spitzenspiel der Oberliga Baden-Württemberg im Gazi-Stadion auf der Waldau. Kickers gegen Reutlingen. Auch das Wetter darf für die Fans keine Ausrede sein, denn ab Sonntag hat die Gegentribüne wieder ein Dach. Ja, und mehr Sport gibt es heute auch noch im Startblock 07, immer stündlich um 15:15, dann unter anderem mit Turnerin Ellie Seitz, Skicrosser Daniel Brunacker und Allianz MTV Stuttgart. Einschalten lohnt sich. Gleich im Anschluss sagt Ihnen noch Kai Zorn, was uns Petrus wettertechnisch für die kommenden Tage in die Stiefel gepackt hat. Mit einer neuen Ausgabe des Journals sind wir dann morgen wieder für Sie da. Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss, auf Wiedersehen. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir sind am Freitag im sogenannten Warmluftsektor von Orkantief Marie-Lou. Und das heißt, die Wolken aus der Nacht ziehen nach Nordosten ab, der Regen klingt ab, dann lockert es kurz mal auf und die Sonne kommt heraus. Am Nachmittag zieht es dann von der Pfalz her wieder zu, der Wind wird immer stärker und gegen Abend setzt Regen ein. Rund um Stuttgart haben wir damit auch ein paar Wolkenlücken. Am Morgen ist es noch bewölkt, tagsüber lockern die Wolken auf, der Regen klingt ab. Es sind so zwischen maximal 10 Grad in Sindelfingen und 12 Grad in Bietigheim-Bissingen. Richtung Freudenstadt bleibt es ein paar Grad kälter. Apropos kälter, in der Nacht auf Samstag überquert uns eine Kaltfront. Temperaturen gehen zurück, am zweiten Advent regnet es wieder und in der neuen Woche kommt nass-kaltes Adventswetter auf uns zu mit Schnee und Graupelschauern.